Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von mir, The Firestorm LP, mit dem jeweiligen Spiel Assassin's Creed Revelations. Ja, wir waren auf der Animus-Insel und haben ein bisschen über Desmonds Reise gemacht, Desmonds Geschichte nacherlebt, so was ging mit dem ab und so, und was hat der denn da gemacht und so und dies, das, jenes und so und ja, wir hatten nämlich Sequenz 6 beendet, fehlt uns jetzt noch Sequenz 7, 8 und 9. Und dann werden wir fertig und dann fehlt noch das verlorene Archiv natürlich hier auch noch. Ja, aber wir werden jetzt erstmal zurück zur Animus-Insel gehen. Ja, und ein bisschen weiterspielen und ein bisschen weiter Desmonds Reise machen. Denn, ja, das sollten wir machen. Sean, geht es dir gut? Jetzt kommt natürlich wieder die Unterhaltung, die wir schon hatten. Wir sind Assassinen, oder sind wir das nicht? Warum sollten wir überrascht sein, wenn dann und wann einer von uns stirbt? Jeder Tod ist eine Tragödie. Für irgendjemand, irgendwo. Was ich gerne wüsste, ist Desmond den ganzen Ärger wert? Was ist er? Ist er der Auserwählte? Ist es das? Little Jimmy Special oder sowas Bescheuertes? Ich glaube nicht. Aber was er hat, ist selten. Seine Gene enthalten hohe Konzentrationen der DNA der ersten Zivilisation. Nur einer von 10 Millionen hat so viel Glück. Ah, der Sicker-Effekt. Gehört das dazu? Ich glaube schon. Ich wünschte, wir hätten früher von seiner Gabe gewusst. Aber die Templer merkten es vor uns. Und sie fanden ihn zuerst. That's right. Und deswegen machen wir hier noch die zwei. An diesem Reise zwei Stück. Wir machen direkt Nummer 4. Das ist Reise Teil 4 Metropole. Wir sind jetzt in New York. Und mal gucken, was so abgeht. So, dann sind wir wieder. Erinnerungssequenz archiviert. Warnung, Erinnerungsleck entdeckt. Rekalibrierung der Animus-Leerlaufparameter. Nur damit ihr es wisst, ich werde hier kaum reden während diesen Desmonds-Reisendingern, weil ja viel Story und so und viel Hintergrund viel erzählt wird, ne? Und deswegen. Bei Sonnenuntergang wieder an die Arbeit. Brooklyn JMZ in die Stadt. Umsteigen am Washington Square runter zum Dreieck. Der Aufstieg von unten, wie lebende Tote in die Sonne. Das Licht blendet mich. Der 10-minütige Spaziergang von der U-Bahn zur Bar war immer sehr schön. Aber das Gefühl hielt nie lang an. Die Stadt kann wie ein Vampir sein. Sie stiehlt deine besten Momente. Sie kommen und gehen blitzschnell und verblassen. Du erinnerst dich nur... Wow, da habe ich mich voll zusammengezuckt. ...an die Schlimmsten. Ah, verdammt. Man muss schnell sein. Ach, da war ich wieder ein Tick zu langsam. Ja, darf man muss schnell sein. Ich bin gerade irgendwie zu dumm dafür. Ich weiß es auch nicht. Ach, Jungs, ey. Wow. Na, verdammt. Scheiße. Ey, das kann doch nicht sein.
Wow, ich hab's geschafft. Ich war einfach immer nur zu langsam. Wow. Was mache ich eigentlich? Ich machte die Bar im Bad Weather. Ich ging einfach rein und die drückten mir den Mixer in die Hand. Muss an meinem Aussehen gelegen haben. Schätze, die Besitzerin hatte sich verknallt. Mein gewinnendes Lächeln. Hey, dieser Drink, den du erfunden hast! Ich lachte über meine Vergangenheit und meine Familie. Machte Witze über alles. Sogar über das Ende der Welt. Der vom letzten Mal. Den Shirley Templar? Shirley Templar, was ist da drin? Das Übliche und etwas Gin. Alles klar, gib mir 4. What the fuck? Mehr Spiele im Leben 7 erhalten. Wow. Muss ich hin? Ich glaube, hier muss ich nicht hin. Alles klar, sehr gut. Wow, ich hab's. Wie bin ich da durchgesprungen? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine verdammte Ahnung. Egal. Stylisch. Über allem schwebte dieser große Traum. Jede Nacht kamen Menschen, die ihn träumten. Ich weiß nicht wie und wieso. Hier kostet ein Lächeln genauso viel wie die Miete. Peace, Freunde. Je mehr ich meine Familie vermisste, desto mehr hasste ich mich. Redete mir ein, ich würde eine neue Familie wollen. Von ganz vorne anfangen. Nee, ich bin nicht gut drauf. Lichter, Action, Basstrommeln, Hirnlähmung. 124 Beats per Minute. Doppelt so schnell wie der Herzschlag. Ging bestimmt ab, Desmond. Also das hat auch so eine wilde Zeit, der Desmond. Aktivieren wir mal die Scheiße. Wo kommst du her? Er wuchs bei der Sekte auf oder so. Irgendwo da im Westen. Meine Eltern sind Verschwörungsfreaks. Sie leben irgendwo im Wald versteckt.
ganz im Ernst? Junge, die sahen alle so gut aus. Die Mädchen mit ihren Röckchen, den Augenaufschlägen, den Schweißperlen. Im flackernden Licht sah einfach alles so schön aus. Oh Mann. Muss ich den überhaupt tanzen? Ich war ein neuer Mensch. Neu geboren. Alleine, aber lebendig. Versuchte zu vergessen. Hab schon. Lass los, Desmond. Lass einfach los. Vergiss es. Oh Mann. Verdammt. Aber ich muss ich nicht dadurch. Wo muss ich denn da hin, Freunde? Ach, ich muss da hin. Yes, ich hab's geschafft. Wow. Wow, und damit hätten wir Desmonds Reise Teil 4 abgeschlossen. Wie war die Zeit in New York? Da hat er gelebt, nachdem er von zu Hause geflohen ist. Und da hat er auch gearbeitet. Jetzt hören wir gleich nochmal diese komische Unterhaltung von Rebecca und Sean.